Beim Verdienst haben die Niederösterreicher gegenüber allen anderen Bundesländern die Nase vorn. Mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von rund 25.000 Euro sind wir Spitzenreiter und somit die reichsten Österreicher. Die Lehroffensive der Wirtschaft zeigt Wirkung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Lehranfänger um über 6,6% gestiegen. Das sind in Zahlen 4.927 junge Mädchen und Burschen, die sich für einen Lehrberuf entschieden haben. In Niederösterreich gibt es so viele betriebliche Anschlussbahnen wie in keinem anderen Bundesland. 291 Gleisanschlüsse an das öffentliche Schienennetz bedeuten klimaneutrale Transportwege für viele Firmen. Familien mit niedrigen Einkommen bekommen im Winter einen Heizkostenzuschuss. Dieser wird heuer in der Stadt Amstetten von den Mandataren der SPÖ um 20 Euro pro Familie aufgestockt. Geld, das die Abgeordneten von ihrem Gehalt auf die Summe von 130 Euro drauflegen. Die Patienten der Klinik Mauer bei Amstetten haben ein Mahnmal aus Ton gebaut, um etwas Bleibendes als Erinnerung an die Zeit der Corona-Pandemie zu errichten. Den Gestaltern ging es darum zu zeigen, wie schnell man aus seinem Alltag gerissen werden kann. Das Tonmahnmal steht in der Aula vor der Klinikküche.